Leute, seid ruhig. Der Unterricht fängt an. Heute werden wir Muffins malen. Oh, Wahnsinn. Ich kann eure brennenden Augen bereits sehen. Also, es geht los. Oh. Oh, tut mir leid. Mich ruft jemand an. Das ist meine liebe Oma. Ich werde gleich wieder da sein. Er ist weg. Ich nehme mir den grünen hier. Ich nehme mir den rosanen. Was? Was habt ihr angerichtet? Ihr seid die schlechteste Klasse in der Geschichte dieser Schule. Ich rufe eine Challenge als Bestrafung aus. Achtung, Klasse. Ihr müsst diesen Süßigkeitenautomaten hier zeichnen. Wer ihn am besten zeichnet, bekommt ihn auch. Wir beginnen auf 3, 2, 1, los! Das ist doch ein Kinderspiel. Ich fordere dich zum Duell heraus. Mädels, beruhigt euch. Ihr sollt doch malen und nicht kämpfen. Ach ja, tatsächlich. Ich werde eh die beste Zeichnung machen. Ich sag euch, meine Zeichnung wird genauso aussehen wie das Original. Fertig. Ist zwar nicht perfekt, aber geht auch so. Oh, die Mädels malen ja besser, als ich gedacht habe. Moment, ich habe eine Idee. Ich muss dieses Bild einfach durchpausen. Das geht gegen die Regeln. Aber ich werde trotzdem besser malen. Ich muss nur etwas Farbe zu meinem Bild hinzufügen. Ich sehe jetzt schon, wie Tom mich um Süßigkeiten bittet. So, geschafft. Ich bin auch schon fertig. Okay. Ich muss dem allen noch einen letzten Schliff geben. Oh, ist er eingeschlafen? Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Kate, das ist doch langweilig. Menno. Tja, du hast es nicht geschafft. Nicht so gut wie ich. Das ist ja noch schlimmer als das andere Bild. Och, Menno. Was sagst du zu diesem Bild hier? Ich habe mir Mühe gegeben. Mia, das sieht einfach perfekt aus. Du bist die Beste. Habt ihr das gehört? Mia, bitte sehr. Oh, vielen Dank, Herr Lehrer. Also, ich hatte hier doch noch ein paar Münzen. Es ist Zeit, einen Schokoriegel rauszuholen. Hier ist meine Münze, du Automat, und gib mir einen Schokoriegel. Ich wünsche mir einen Mars. Und es hat geklappt. Ist ja toll. Mia, gibst du mir auch was ab? Ja, okay, bitte sehr. Okay. Und jetzt Versuch Nummer 2. Und schon habe ich meinen Schokoriegel. Komm mal her. Willst du vielleicht noch mit mir teilen, bitte, bitte? Ja, okay. Aber jetzt will ich sicher was essen. Oh, no. Was? Ich habe keine Münzen mehr? Ich habe keinen einzigen Schokoriegel gegessen. Habt ihr noch was? Nee, tut mir leid. Wir haben alles aufgegessen. Oh. Das ist voll unfair. Wow, ist das Wasser? Verteidige dich, Kate. Oh, ich habe eine Überraschung für euch. Dieses süße und flauschige Kaninchen. Was für ein süßes Kerlchen. Also, wer am besten dieses Kaninchen malt, bekommt es auch. Fangt an. Ich muss das beste Bild überhaupt machen. Dieser flauschige Hase muss mir gehören. Hauptsache daran denken, ihm ein paar Ohren zu machen. Ein paar schöne Augen. Ich glaube, das sieht doch schon nach einem guten Bild aus. Bist du dir da so sicher? Nein, ich mache hier das beste Bild. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Ich werde meine Finger benutzen. So geht das viel schneller. Außerdem gebe ich meinem Kaninchen noch ein paar Augen und eine süße Nase. Hier kommt noch ein bisschen Wasser hinzu, damit das Mosaik auch schön festklebt. Herrlich. Was? What? Tom macht so ein süßes Häschen. Das ist ja viel besser als meins. Ich muss diesen Konkurrenten loswerden. Ich weiß auch schon wie. Ich muss Toms Wassersprühe einfach ein bisschen aufschrauben. So in etwa. Ich gebe ein bisschen Wasser hinzu. Was? Ich habe doch gesagt, nur ein bisschen.
Jetzt sieht mein Kaninchen aus wie ein Farbfleck. Ich habe damit nichts zu tun. Was soll ich jetzt machen? Lächeln. Immer schön positiv denken. Okay. Alles wird gut. Oh oh. Und die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Yes! Okay, das sieht richtig süß aus. Gut gemacht. Tom, also ich habe was Besseres erwartet von dir. Mia? Oh, schaut mal, was für ein nettes rosa Kaninchen. Das ist irgendwie schief. Was? Du bist schief und nicht mein Kaninchen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Das Kaninchen geht an Kate. Sie hat das beste Bild gemacht. Oh, jetzt gehört das Kaninchen mir. Wobei, okay, wir können es alle streicheln. Oh, ist ja süß. Hallo, Schüler, ich bin hier. Ihr müsst diesen Hotdog hier malen. Oh, ich bin so hungrig. Moment, nicht bewegen. Nur einer von euch kann diesen Hotdog bekommen. Ja, ja, natürlich, wir machen uns schon an die Arbeit. Ich habe eine Idee. Mia, du hast einen Käfer in den Haaren. Sie wird die Hitze nicht brauchen. What? Ist er weg? Oh, vielen Dank, Tom. Jetzt wird's Zeit, ein richtiges Meisterwerk zu erschaffen. Mein Pfannkuchen wird wie ein echter Hotdog aussehen. Ich kenne ein paar Geheimnisse, die mir helfen werden. Und noch ein letzter Schliff. Jetzt heißt es umdrehen. Wow, das sieht cool aus, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Ich kenne das besser. Ich habe mit meiner Mama solche Pfannkuchen bereits gemacht. Also habe ich eine Ahnung davon. Schaut mal, das sieht toll aus. Hier kommt noch etwas rote Farbe hinzu. Jetzt muss ich meine kleine Wurst braten. Und oben drüber kommt gelber Teig, als wäre es Senf. Voll cool, oder? Nicht so schnell. Ich zeige euch gleich, wie man so einen Pfannkuchen macht. Falls ihr es vergessen habt, habe ich einen Kochkurs besucht. Deshalb wird mein Pfannkuchen nicht nur schön, sondern auch noch appetitlich. Tom, Kate, ich schlage euch vor, alle meine Handlungen aufzuschreiben. Hey. Mia, ich glaube, du musst deinen Pfannkuchen umdrehen. Ah ja, natürlich. Was? Nein! Wieso ist er nicht gebacken? Mein Herd war ausgeschaltet. Tom, wie konntest du nur? Wegen dir werde ich verlieren. Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Arbeiten. Okay, das ist richtig toll geworden. Oh, Tom, bei dir sieht das richtig originell aus, würde ich sagen. Mia, du hast ja gar keinen Pfannkuchen. Das ist ja blöd. Nun, Kate hat wie immer gewonnen. Bitte sehr, hier hast du den Hotdog. Guten Appetit. Ja, ich habe gewonnen. Hey, Kate, könntest du uns was geben? Nein, ich werde ihn selber aufessen. Und wenn ich dich erschrecke? Nein, mein Hotdog. Was habt ihr mit Absicht getan? Kinder, hier kommt die letzte Runde. Ihr müsst dieses Kleid hier zeichnen. Wow, was für ein schönes rosa Kleid. Ich brauch sowas nicht. Hey, Mädels. Ach, alles klar mit euch. Hey. Mädels, wacht auf. Ihr habt nur eine Minute Zeit. Ich muss unbedingt dieses Kleid gewinnen. Okay. Kate, du musst dich anstrengen. Du hast nur diese eine Möglichkeit zu gewinnen. Dein Papa hat dir ja schließlich Holzbrennen beigebracht. Ich muss mir Mühe geben. Das muss genial werden. So weit gefällt es mir nicht. Wow, Tom, wie machst du denn das? Das sieht richtig toll aus. Oh, danke. Mein Bruder und ich haben sowas öfter gemacht, als wir Kinder waren. Das ist bezaubernd. Kannst du mir vielleicht helfen, mein Kleid zu zeichnen? Okay. Ja, okay, kein Problem. Was für ein blöder Brenner. Wieso funktioniert er nicht? Ich kann doch damit gar nichts zeichnen. Ist er kaputt oder so?
Tom, kannst du mir bitte helfen? Dieses Ding funktioniert nicht. Mia, hast du schon mal versucht, ihn in die Steckdose zu stecken? Ach, danke, Tom. Das ist so nett von dir. Kate, ich bin fertig. Yes. Stopp. Duh. Zeigt mir eure Arbeiten. Oh, oh. Nein, das ist nicht mein Bild. Gut gemacht, Tom. Und die anderen? Ich habe kein Bild. Oh Mann, wieso denn nicht? Und du? Ich bin nicht fertig geworden. Alles klar. Na gut, dann geht dieses Kleid einfach an Tom. No, please. Nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wollte doch gar nicht gewinnen. Oh, das steht dir ja perfekt. Was für eine schöne rosa Farbe. Könnt ihr das bitte ausziehen? Ach, komm schon, Tom. Du siehst entzückend aus.